ziemlich lange Sequenzen zurzeit, ne? Und ich kann mich wieder nicht bewegen, ne? What the hell is that shit? Ganz ehrlich, was ist das für ein Glitch? Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz wieder raus. Ja, ich weiß, ihr seht jetzt meinen Hintergrund, bleibt die Luft. Aber was zur Hölle ist das für ein Bug? Hä? Ich weiß nicht, was ich da für ein Bug die ganze Zeit auslöse. Ich meine, wir kriegen irgendwelche random Szenen einfach mal vorgesetzt und ich denke mir die ganze Zeit, what? Ist natürlich nicht so cool, ne? Muss ich jetzt mal sagen. Da sieht man, dass das Spiel ein bisschen glitschig ist. Darf ich mich jetzt wieder bewegen oder lässt mich das Spiel... Ja, ich darf mich bewegen. Alter. Eieieiei. Wie mir das überhaupt gar nicht gefällt. Das missfällt mir missfällt mir stark in diesem Spiel. Dass ich hier irgendwelche Glitches habe. Nur weil ich zu stark bin, nur weil die Gegner nichts können, dass ich die mit One-Hit-KO weghaue. So, jetzt haben wir noch Yui. Die mache ich hundertprozentig noch. Was zur Hölle war denn das auch schon wieder? Mann, oh Mann, dieses Spiel ist ein bisschen glitschig. Das kritisiere ich in dem Spiel noch. Das ist sehr glitschig. Das stört mich ein bisschen. ママと私の3人でどこかピクニックに行ったりしたいねって話をしてました。下の階層に降りることができないのがネックなのよね。ポップするモンスターが強いとピクニックどころじゃないから。 良さそうな場所に心当たりはあるので、最新の情報と合わせてもう少し検討してみます。 84層に温泉があるって聞いたんだけど。 露天風呂でなかなか広くて気持ちいいって話だけど。 その地形データでしたら、私が記憶している情報にも確かにあります。 お風呂として使用するのにちょうどいい設定になっているようです。 ゆいちゃんがそう言うってことは、行ってみたはいいものの温泉がなくて空振りなんてことはないみたいね。 日帰り温泉旅行って感じでいいんじゃない？ ボーナスがあるかってことですよね。とりあえずそういうのは特にないみたいです。
人がそこを訪れているかはわからないですけど。ただ安全性については温泉のあるあたりはちょうど安全地帯に指定されています。とりあえず決まりっていいのよね。それじゃ、早速準備をしてくるね。ん？温泉に行く準備をしてくるんだけど、何か問題があった？おお、温泉楽しみです。まさか SAO の中で温泉が楽しめるなんて思いもしなかったな。どうやら私たち以外には誰もいないようですね。当然露天風呂になるわけだけど、湯船って自分で作ったりするのかな？いえ、ここは岩場なので自分で穴を掘ったりはしないみたいです。ママの右側あたりにちょうどいいくぼみがあるようですね。お湯の温度もお風呂ぐらいになってます。あ、これね。なかなか広いじゃない。でもこれキリト君も一緒に入るしかないってこと？パパもママも一緒に入ればいいじゃないですか。濁り湯だから温泉の中に入っちゃえばお互いよく見えないんじゃない？いいも悪いも家族なんだから別に恥ずかしがる必要もないでしょ。あ、私たちがお風呂の中に入るまでキリト君はこっち見ちゃダメよ。
ママと一緒にお風呂楽しいです。あ、これだけ広いと泳げちゃいますよ。 女の子なのにはしたない。 まあね。 実は私もちょっと泳いでみたかったりした。 やりません。 あ、 すぐ端っこについちゃいました。 Badehandtuch. Hola, Yui-chan. Hadaka nan dakara tobiagattari shichadame desho. Kirito-kun, mita. まあ、そういうことにしておきましょうか。 君もそう思う？ 温泉の効能なのかな？ その辺りのデータはちょっと見当たりませんね。 布ってありませんか？ あ、集めるとレア装備になったりするのかと思ったけど、そういうのもなさそうね。 十分そうです。ありがとうございます、パパ。 パパたちには内緒です。 そうなの？ ごめんなさい。いつかちゃんと説明します。 それじゃあそろそろ帰りましょうか。湯冷めしちゃったりすると良くないし。
もう雰囲気よ。せっかく温泉気分なんだから最後まできっちり楽しまないと。Bin ich der Einzige oder wird ja auch der Meinung, dass die Zwischensequenzen jetzt doch deutlich länger geworden sind? Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, ob mir das irgendwie nur so vorkommt oder ob das wirklich so ist. Oh, Shinon. Ah, nee, doch nicht. Ja, und zwar würde ich jetzt zusammen mit euch in die Hole Area gehen. Wir haben jetzt ein bisschen wenig Action gehabt in den Folgen. Also werden wir jetzt doch ein bisschen Action haben in der Hole Area, weil da gibt es auch noch ein paar Zwischensequenzen mit der guten Filia, die ich auslösen möchte. Natürlich können wir jetzt auch noch Liefer machen und Lisbeth. Aber mal gucken. Teleport zur Hole Area. Ich möchte jetzt euch ein bisschen wieder ein bisschen Action bieten. Dass wir davon auch nicht zu wenig haben. Search, bla bla, bla bla, bla bla. Silica? Monster? Teleport Gate? Okay. Asna? Ich möchte jetzt aber erstmal viele haben. Bitte Party bilden. Jo. Schaffen wir. Ja, und zwar Teleport to another area. Genau, ihr seht hier nämlich da unten das Ausrufezeichen. Eigentlich war da noch ein... Ach nee, stimmt, das andere Ausrufezeichen hatten wir ja schon geschafft. Stimmt, das andere Ausrufezeichen haben wir noch gemacht. Gut, dann gucken wir jetzt ganz kurz auf die Map. Hollow Area Map. Hier. Da müssen wir ein bisschen laufen jetzt, ne? Aber wir werden es schon schaffen. Auf der einen Seite kommen wir übrigens irgendwann nicht mehr weiter. Das habe ich schon mal überprüft. Ich muss jetzt mal gucken, wo muss ich denn lang? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also irgendwann scheint es so eine Abzweigung zu gehen und dann geht es da weiter. Ich hatte da auch schon einiges erledigt, aber trotzdem. Na, wo komme ich raus? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ich glaube, ich bin aber hier falsch. Ja. Weil ich muss... Ich bin jetzt da und muss da hin und muss dann da runter. Genau. So. Ich weiß, ich rede in Rätseln erst da und dann da und dann da und dann da. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch bei mir, aber... Ja, werdet ihr gleich verstehen. So. Ich habe, wie gesagt, hier schon einiges erkundet, aber nicht alles, weil einiges wollte ich ja auch mit euch zusammen machen. So, dass wir halt nicht die ganze Zeit immer nur Zwischensequenzen haben, so dass wir halt auch noch ein bisschen Action haben. So, ich habe jetzt hier zwei Wege. Ich müsste, glaube ich, in den unteren Weg. Ihr seht, dass da noch eine, Kiste ist, aber diese Kiste habe ich auch schon aufgemacht. Aber das Ding ist, dass halt sich manche Kisten wieder resetten. Ihr seht hier, die Gegner sind auch nicht allzu schwer. Level 100. Ihr seht, ich bin hier Level 144. Kurz vor 145, also... Das ist für mich hier kein Problem. Schwer sind hier die Gegner auch nicht, also wenn ihr hier irgendwelche... Also hier solltet ihr definitiv keine Probleme haben. Wie gesagt, die Gegner sind alle wirklich im Rahmen. Und ihr solltet sie eigentlich auch locker besiegen. Erst dann sind Enemy White. So, ein bisschen loben. Gut, Filia. Damit sie uns nicht abmuckst. Oh, da sind sogar noch andere Leute. Okay. Interesting. Sagt, wenn der Meier. Hier sind nochmal Krebse. Die können uns aber egal sein. Ich meine, wir müssen da unten. Weiter. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ich nehme das übrigens auf. Und zwar nehme ich das Ende August jetzt auf. Wir haben immer noch keinen wirklichen Release-Termin von Sword Art Online Holo
Relation. Ich frage mich ja echt, wann das Spiel rauskommt. Sie sagten ja, es soll irgendwann im Herbst rauskommen. So Ende Oktober kommt es ja in Japan raus. Ich bin wirklich gespannt, wann das hier in Europa erscheint. Ich versuche ja die Special Edition zu bekommen von dem Spiel. Wo ja zum Beispiel Kirito und Asuna als Figur dabei sind. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die Folge, die ich hier aufnehme, nach dem Let's Play ist oder vor dem Let's Play. So, ich möchte jetzt gucken, bin ich jetzt hier korrekt? Ich bin korrekt, okay. Ihr seht schon, das hier habe ich auch geklärt, aber das war so das Letzte. Ich glaube, die nächste Ebene, die habe ich gar nicht... Genau, die nächste Ebene, die hatte ich nicht geklärt, weil ich wusste, okay, da kommt eine Zwischensequenz, deswegen ignoriere ich das jetzt mal. Deswegen weiß ich nur... was hier in dieser Ebene ist. Hier sind halt auch diese komischen fliegenden Viecher. Ich kann euch mal kurz die Power hier von den grünen Krebsen zeigen. Ich sagte von den grünen Krebsen, also ihr seht, immer so hier auf Level 100, beziehungsweise sogar noch schlechter. Ich zeige euch jetzt mal hier die grünen Krebse, 99, also ihr seht, schwere Gegner sind das jetzt hier nicht. Ich hoffe ja, dass wir dort unten etwas finden, was uns weiterbringt, weil wir können ja nicht in den Dungeon rein, wo sozusagen der Boss sich befindet. Das ist ja eigentlich so ein bisschen mein Ziel, was ich in dieser Aufnahmesession auch so ein bisschen habe, dass wir das, dass ich privat dann halt diesen Super-Mega-Dungeon machen kann. Und dass wir dann vielleicht sogar schon in der nächsten Aufnahmesession die nächste Ebene clearen, also die nächste Hollow Area clearen können. Und dann sogar schon zum vierten Gebiet aufmachen können. Weil wenn wir uns hier die Hollow Area angucken, Moment. Also ihr seht, wir haben schon ziemlich viel erreicht. Also hier haben wir ja, wo haben wir angefangen? Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir angefangen haben. Doch. Hier haben wir angefangen und wir haben so, wir sind sogar, glaube ich, schon bis hierhin gekommen. Und ich sag mal so, hier, ihr seht ja hier meinen orangen Cursor. Ich meine, von hier sind wir gestartet und sind hier die ganze Zeit hier durch die Gegend gelaufen, haben das hier schon alles geschafft und sind jetzt hier. Also wir haben schon fast halt die Hälfte. Also das Einzige, was halt nur noch fehlt, ist hier das hier, dann das hier, dann das hier und dann das hier. Und ich denke mal, hier wird auch noch was sein. Also es ist nicht mehr so viel. Wenn du dir überlegst, dass da noch ziemlich viel oben ist, ich meine, wir sind jetzt in der 85. Ebene, 84. von 9, von 100, dann kannst du schon sagen, also es ist eigentlich so ein bisschen alles gleich auf. Hier sind übrigens noch Skorpione, die können einen rein theoretisch vergiften, aber dadurch, dass sie mega schwach sind, also selbst wenn ihr so ein bisschen auf dem 100er Niveau seid, werdet ihr mit den Gegnern keine Probleme haben. Ja, also solltet ihr durchaus schaffen. Also ihr seht, wir sind hier von Hollow Area sehr weit. Wir werden definitiv auch die Hollow Area schaffen, bevor wir die 100. Ebene geschafft haben. Da bin ich mir eigentlich schon zu 100% sicher. Also das werden wir zu 100% schaffen. Viele hier wirklich rauszukriegen. So, ihr seht, hier war ich noch nie und hier gibt es sogar eine Hollow Mission. Ich bin schon definitiv sicher, dass man das schaffen, ja. Viele herauszukriegen. Also, ich will sie definitiv nicht sterben lassen. Auch wenn ich... Ja, ich weiß nicht, ob man hier sie sterben lassen kann. Ich weiß nur, dass es mit ihren Ending gibt. Also, man kann sie durchaus befreien in dem Spiel. Aber es scheint halt wirklich, dass man halt erst die gesamte Horror Area kriegen muss. Und dann sie befreien muss. Oder befreien kann, um es so auszudrücken. Sterben lassen will ich sie auf keinen Fall. Ich mag sie nicht als Charakter. Und vor allem, weil ich halt gesagt habe, dass es mir... Guck mal. Was haben wir denn hier? Wasserdrache! Okay. Davon habe ich auch schon zwei auf der Horror World geklatscht. Jo, wir battlen. Kann der eigentlich irgendwas? Hast du Skill? Okay. Water Levels? Okay. Hollow Mission begun.
Besiege einen von denen. Oh, wie süß. Der ist nur Level 108. Lol, ein Star Wars und Stream und Kill. Stun the Enemy. Ja, ja, hab ich gemacht. Ich hab ihn gestunt und dann gekillt. Hust. Ja. Ich würde hier immer am liebsten sehen, wie lange das dauert, die Hydra zu besiegen. Wie lange waren das jetzt? Ein paar Sekunden. Oh, what? What, what? Was passiert jetzt hier? Hä, das Wasser geht zurück. Lol, warum ist das Wasser zurückgegangen? Why ist das Wasser zurückgegangen? Komm, wir gucken uns das noch an. Kann ich ja Dale machen. So wie Kirito hier immer sagt. Dale.